Herzlich willkommen zu einem Endtower-Video. Und ja, ihr hört ganz richtig, dieses Mal ist es sogar kommentiert. Aber so etwas wie Bijin Okei, das ich hoffentlich halbwegs richtig ausgesprochen habe, können wir einfach nicht unkommentiert dastehen lassen. Im Grunde handelt es sich dabei um eine Uhr. Hört sich jetzt langweilig an, aber wie ihr sehen könnt, wird die Uhrzeit von hübschen, nett anzusehen japanischen Damen präsentiert. Und übrigens auch mit wunderschöner Fahrstuhlmusik, die man im Menü auch ändern kann. Doch auch als Wecker ist die Uhr zu gebrauchen. Nils spielt mal gerade ein bisschen mit den verschiedenen Tönen herum. Ja, sehr schöner Lacher, Nils. Aber wie ihr gerade sehen konntet, zur vollen Stunde spendiert euch Nintendo sogar Videos der netten Damen. Und wenn euch eine ganz besonders gefallen hat, könnt ihr euch das Bild sogar speichern. Anschauen lassen die sich aber nur dann direkt in der Uhr, also in diesem Programm und nicht per Fotokanal. Wer gut aufpasst, erkennt an den Fotos auch, dass sich jedes Mal die Uhrzeit unterscheidet. Ist natürlich auch ganz logisch, weil irgendwie muss die Uhr ja anzeigen können, wie spät es ist. Und zwar bekommt ihr dann jede Minute ein neues Bild. Ja, Nils, wir finden das auch großartig. Unten auf dem Touchscreen finden wir verschiedene Daten zu den netten Damen, die man oben auch in, wie ich gehört habe, sehr schick im 3D zu sehen bekommt, zu bestaunen bekommt, möchte ich schon fast sagen. Und zwar hätten wir da zuerst den Geburtstag, dann erfahren wir, woher die Dame kommt, wenn wir denn japanisch lesen könnten. Dann natürlich ganz wichtig für Japan die Blutgruppe. Außerdem besonders natürlich für die männlichen Uhrenleser sehr interessant, die Größe und die Three Sizes der Damen, also Breast, Waist und Thigh. Ja, also im Prinzip Brust, Bauch und Hüfte. So, also das gute alte 90-60-90. Bei manchen Damen wird sogar noch extra die Körbchengröße erwähnt. Da passt es doch ganz gut, dass... Ja, danke Nils. Da muss ich das nicht mehr machen. Wo war ich gerade? Genau, da passt es doch auch ganz gut bei der Körbchengröße, dass die 3 bei 3 Sizes, wenn man den Kopf nach links neigt, doch eigentlich aussieht wie 2 Brüste. Aber bevor ich jetzt hier noch mehr Schweinkram erzähle, machen wir doch mal lieber weiter mit den Daten unten. Und zwar erfahren wir auch genauso, als was die Damen arbeiten, was ihr Lieblingsplatz ist, beziehungsweise wo sich dieser befindet. Und außerdem haben sie noch eine persönliche Message für den Uhrennutzer, was wir leider auch nicht lesen können, da wir kein Japanisch können. Aha, Nils, da hast du gerade ein Bild gespeichert. Die Dame sieht aber auch sehr nett aus. Die Uhr ist übrigens kostenlos im japanischen E-Shop erhältlich und 1100 Blöcke groß. Also ich würde mal sagen, wer einen japanischen 3DS besitzt, sollte direkt mal in den Shop gehen und sich diese Uhr herunterladen. Wir werden übrigens weiter verfolgen, wie viele Damen es tatsächlich dann in dieser Uhr gibt. Denn ich meine, Nintendo wird nicht gerade für jede Minute im Jahr einen neuen Schnappschuss bereithalten können.
Mit dieser schönen Fahrstuhlmusik entlasse ich euch jetzt wieder aus unserem Video. Und tschüss.